Wir kennen die Straßen unserer Städte nur hektisch, lärmend und stinkend. Das war immer so und das bleibt so, oder? Wir müssen selbst sehen, wie wir mit dem Verkehr klarkommen. Eine andere Wahl haben wir nicht. Mehr als die Hälfte von uns lebt bereits in Städten und die werden immer voller. Seit Generationen wurden Städte für Autos gebaut, nicht für Menschen. Die Folge? Staus und Umweltverschmutzung. Die Klimakrise könnte sie noch zu unseren Lebzeiten unbewohnbar machen. Einige sagen, wir können unsere Städte neu denken und besser machen. Aber was genau bedeutet das? Wie können wir uns unsere Städte zurückerobern, um sie kühler und sauberer zu machen und uns damit glücklicher und gesünder? Wir schauen uns jetzt einige Städte in Europa an, die gerade dabei sind, Lösungen für ihre jeweiligen Probleme zu finden. Die französische Hauptstadt Paris erlebt gerade eine neue Revolution auf ihren Straßen. Barcelona in Spanien macht gerade das Beste aus seiner besonderen Lage und revitalisiert sich selbst. Und beide lernen gerade viel von dieser Stadt, Groningen in den Niederlanden. Wenn du jetzt denkst, na gut, Niederlande, die waren doch schon immer so mit ihren menschenfreundlichen Städten, dann liegst du falsch. Diese Umbrüche waren noch nie einfach, aber trotzdem glauben viele, bei den Niederländern war das anders. Aber auch bei uns brauchte es in den 70ern sozusagen Krieg in den Städten, um die radikalen Veränderungen in Gang zu setzen. In den Niederlanden gab es damals die Bewegung Stopp die Kindermörder. Und die brachte tatsächlich viele Menschen dazu, sich die Straßen zurückzuholen, die zu der Zeit nur für Autos da waren. Das ist Marco Töpp-Rammelströth, alias der Radfahrprofessor. Er ist Chef des Fachbereichs Zukunft der urbanen Mobilität an der Universität von Amsterdam und schult die kommende Generation von Stadtplanern. Was fehlt in unserem aktuellen Überdenken von urbaner Transportplanung? Marco teilt eine Menge Ideen darüber, wie wir unsere Städte nutzen, auf Social Media. Die Straßen in unseren Städten waren immer der verbleibende Platz zwischen den Gebäuden. Da spielte sich alles ab. Soziales Leben, Handel, Spielplatz für Kinder, Durchgangsverkehr. Aber das änderte sich radikal vor rund 100 Jahren durch den Druck der Motorisierung. Autos fluteten zunehmend die Straßen und veränderten unsere Wahrnehmung. Die Autos kollidierten gewissermaßen mit all den anderen Dingen, die auf der Straße passierten. Als Antwort darauf entstand ein komplett neuer Bereich des Denkens, das Verkehrswesen. Seit den 1930er Jahren betrachtet es Straßen als Orte, auf denen sich der Einzelne so schnell wie möglich bewegen will. Dieses Denken verselbstständigte sich in Form von Institutionen, Gesetzen, Verhalten. Es goss sich in Beton, Asphalt und Technologie. Und schließlich formte es auch unsere Vorstellungskraft. Heute denken wir ganz selbstverständlich, dass Straßen für einen reibungslosen Autoverkehr sorgen sollen. Aber diese Art Straßen sind umweltbelastend, unbewohnbar, unsicher und vielleicht auch ungerecht. Wir denken über Straßen nicht im Sinne von Gerechtigkeit nach, obwohl unsere Kinder da weder spielen, noch ihre eigenen Wege finden und erwachsene Bürger werden können. Und langsam begreift die Gesellschaft, dass das nicht länger so geht. Wenn wir das Wesen von Straße neu erzählen, den Menschen all ihre Möglichkeiten zeigen, haben sie auf einmal etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Ich glaube, es gibt gerade eine politische oder soziale Bewegung von Menschen, die sich dafür öffnen, andere Geschichten von Straße zu erzählen. Zum Beispiel nicht mehr zu sagen, wir schließen Straßen für einen Tag, wenn man sie für Autos sperrt, sondern wir öffnen Straßen für einen Tag. Und die Leute realisieren, wir haben so lange diese alte Sprache akzeptiert. Was passiert eigentlich, wenn wir sie verändern? Ich glaube, global betrachtet kommt diese Bewegung langsam in Fahrt. Jetzt braucht es ein paar Orte, an denen dieser Samen wächst, wo man real sehen kann, was eine andere Erzählung von Straße bewirkt.
Einer, der bereits Samen einpflanzt, ist Jan Kamenski. Seine Animationen laden dazu ein, sich vorzustellen, wie Straßen aussehen können, wenn man Autos durch Pflanzen und Menschen ersetzt. Jan will mit seinen utopischen Bildern auf spielerische Art unsere übliche Sicht auf Städte in Frage stellen. Ich will nicht länger auf diese so drängende soziale Veränderung warten. Ich will selbst was dazu beitragen. Als Kommunikationsdesigner mache ich deshalb Straßen ohne Autos sichtbar. Und habe dabei gemerkt, wie viel kreativer Raum für neue Möglichkeiten auf einmal da war. Die Niederlande und Amsterdam sind ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn Radfahren bei der Verkehrslenkung einen angemessenen Platz bekommt. Wenn man also das Stadtdesign an Radfahrer oder Menschen generell anpasst und nicht fragt, wie passe ich die Menschen an mein Design an. In Amsterdam haben wir zum Beispiel damit experimentiert, an einigen Kreuzungen die Ampeln abzuschaffen. Diese Kreuzung wurde umgebaut, weil hier viel mehr Rad- als Autofahrer unterwegs waren und die Verwaltung wissen wollte, wie das ohne Ampeln funktioniert. Die Ampeln sorgten vor allem für freie Fahrt für die Autos, machten die Kreuzung aber nicht wirklich sicherer. Sie nahmen also die Ampeln weg und etwas Seltsames passierte. Die Menschen benahmen sich wieder wie mündige Bürger. Sie achteten nicht mehr auf die Ampeln, sondern auf die anderen Verkehrsteilnehmer und klärten untereinander, wer wie über die Kreuzung kommt. Natürlich würde Amsterdam heute ganz anders aussehen, wenn sie die von den USA inspirierten Umbaupläne aus den 1960ern nicht gestoppt hätten, wie den Jokinenplan der Autobahnen in der Stadt vorsah. Andere niederländische Städte wie Utrecht haben die autozentrierte Planung wieder zurückgebaut. Tschüss Stadtautobahn, willkommen alter Stadtkanal. Und dann gibt's da noch Groningen. Die Stadt entschied sich schon in den 70er Jahren für eine menschenorientierte Planung und gilt nun als einer der glücklichsten Orte der Welt. Wir haben zwei Menschen getroffen, die dafür sorgen, dass das auch so bleibt. In den 70ern sah das Zentrum von Groningen komplett anders aus als heute. Im gesamten Innenbereich der Stadt waren Autos unterwegs, die vom Süden der Stadt in den Norden der Provinz wollten. In den 70ern haben wir das gestoppt. Wir entwarfen einen Verkehrsplan, der die Innenstadt in vier Bereiche aufteilte. Und es war unmöglich, mit dem Auto von einem in den anderen Bereich zu kommen, nur zu Fuß oder mit dem Rad. Es war eine völlig neue Art, über unsere Stadt nachzudenken. Wir waren damit eine der ersten in Europa. Nach dem neuen Konzept von Paris arbeiten wir schon länger. Das Prinzip der kurzen Distanzen. Du bist also in 15 Minuten bei der Arbeit, in der Schule, beim Einkaufen. Das verwirklichen wir seit gut 20 Jahren in unserer Innenstadt. Die Beispiele von Paris oder Groningen sind sehr nützlich für viele Städte in Europa und der ganzen Welt. Nach der Innenstadtberuhigung in Groningen kümmern sich City-Manager wie Ingrid Bollhuis jetzt um die Außenbezirke. Das ist der Bedumer Weg, eine sehr funktionale Straße mit sehr funktionalem Design. Viele Fahrspuren für Autos, viele Seitenstraßen fürs Parken und Bürgersteige mit parkenden Fahrrädern, also eine Menge zu tun für uns. Zwei Nachbarschaften werden durch diese Straße getrennt und die wollen wir wieder zusammenbringen. Als Beispiel dafür, wie Stadt aussehen könnte. In Groningen haben wir uns für mehr Platz für Grün und Menschen entschieden. Dadurch haben wir weniger Platz für Autos. Das ist keine leichte Wahl, denn viele Leute in Groningen sind auf ihr Auto angewiesen und wollen ihr Auto gerne vor der Tür parken. Wir fragen deshalb die Menschen, was für eine Art von Straßen wollt ihr haben und nicht, wo wollt ihr euer Auto parken? Denn dann sagen nämlich alle, direkt vor der Tür, und zwar kostenlos. Wir fragen also, was für eine Art von Straßen wollt ihr haben?
haben. Und viele sagen, oh, ich hätte gerne eine Straße, auf der Kinder spielen können, wo es nett ist und ich Nachbarn treffen kann. Wenn du also mit dieser Frage startest, verändert sich die ganze Diskussion. Was antworten nun Menschen in anderen Städten Europas auf die Frage, welche Art von Straßen sie haben wollen? Eingezwängt zwischen dem Mittelmeer und den Bergen hat Barcelona die höchste Fahrzeugdichte und eine der höchsten Bevölkerungsdichten in Europa. Dank einer Marotte der Stadtplaner im 19. Jahrhundert vollzieht diese in Europa einzigartige Stadt gerade ihre eigene spezielle Transformation. Die Stadtverwaltung will 1 Million Quadratmeter Straßenfläche in Platz für Menschen umwandeln. Das besondere Gittermuster der Stadt entstand 1859 durch Ildefonso Cerdà. Dieses Layout ist der Schlüssel zu Barcelonas Plänen. Gruppen dieser Einzelblöcke werden für den Durchgangsverkehr dicht gemacht, bleiben aber wie in Groningen offen für den Stadtteilverkehr und für Wirtschaftsfahrten und Polizei und Feuerwehr. Barcelonas Idee des Superblocks basiert auf Gronings Idee aus den 70er Jahren. Du kannst Autoverkehr immer noch überall erlauben, solange alle langsam fahren und Durchgangsverkehr verboten ist. Du stellst dann fest, dass viele Autofahrten unnötig sind und der Rest kommt immer noch dahin, wo er hin will. Sobald du das machst, befreist du diese Straße für die Menschen, die dort leben. Sie realisieren auf einmal, wie viel Platz sie zurückerobern, zum Sitzen, zum gegenseitigen Treffen und wie viel Platz und Freiheit Kinder auf einmal haben ohne Autoverkehr überall. Das befreit auch die Eltern. Sie müssen ihre kleinen Kinder nicht mehr überall hinchauffieren, weil viel weniger Gefahren drohen. Wir besuchen einen Superblock in der Nähe des St. Antoni-Marktes. Die Blocks werden jetzt Super Illas, also Superinseln, genannt. Ihr Erfinder Salvador Rueda erzählt uns, das Ziel dabei war eine Reduzierung der Verkehrslärmverschmutzung, ohne die Autonutzung einzuschränken. In Barcelona gewinnt unser Modell 70% der für Verkehr reservierten Flächen wieder zurück, reduziert die Zahl der Autos aber nur um 15%. Klingt fast wie ein Zaubertrick. Dieser Raum ist ein Platz, der mal eine Kreuzung voll mit Autos war, wie viele andere heute noch in Barcelona. Wir haben es hingekriegt, ihn von einer Asphaltfläche voll mit Autos in einen Platz voller Leben zu verwandeln. Der Punkt ist, alle Anwohner kommen hier nun zu ihrem Recht. Sei es Spielen für Kinder, sei es Entertainment. Menschen können sich hier durch Kultur, Kunst oder Diskussionen ausdrücken. Du bist nur dann ein echter Bürger, wenn du alle deine Rechte ausüben kannst. Nicht nur das auf Transport. Eine neue Generation wächst in Barcelona heran. Sie weiß, dass die Straßen allen gehören können. Dank Bicibus, also einem Bus aus Fahrrädern. Jeden Freitag fahren die Kinder mit dem Rad zur Schule. Der Autoverkehr wird auf ihrer Route angehalten. Es ist toll, dass Kinder Rad fahren können, ohne Angst vor Autos. In Barcelona sind die meisten Leute zufrieden mit den Veränderungen. Ich finde es super, dass es sichere Bereiche gibt, wo man Leute treffen kann oder ein Buch lesen, wie ich, und einfach die Stadt genießen. Dieses Konzept gab es vorher nicht in Barcelona. Und auch wenn es gewisse indirekte Unbequemlichkeiten gibt, die Vorteile überwiegen bei Weitem, ohne jeden Zweifel. Vor allem, die Menschen bringen die Stadt wieder zum Leben. Die Leute haben wieder das Gefühl, die Straße gehört ihnen. Und dadurch fühlt sie sich viel lebendiger als vorher. Janet Sanz ist Barcelonas stellvertretende Bürgermeisterin für Ökologie, Urbanität und Mobilität. Der Erfolg des Pilotprojekts macht ihrem Team Mut, noch größer zu denken. Es hat gut funktioniert. Also haben wir gesagt, warum nicht überall in Barcelona, in der ganzen Stadt? Stell dir vor, 2030 könnte die Stadt dann komplett anders aussehen. Wir brauchen in unseren Straßen mehr Platz für Fußgänger, zum Spielen, einfach zum Sein oder zum Arbeiten. Aber wir brauchen auch mehr Platz für öffentlichen Verkehr, zum Radfahren, um uns anders zu bewegen. Die Regierung legt Wert auf Beteiligung der lokalen Bewohner, aber kritische Stimmen bleiben. Olga betreibt eine Porsche-Werkstatt in der Innenstadt Barcelonas und vermisst die Freiheit beim Fahren.
Es gab ein praktisch perfektes städtisches Verkehrssystem, einen äußeren Ring und Straßen von rechts nach links, von oben nach unten, nach dem Cerdà-Plan. Wir konnten alle Viertel schnell erreichen. In 35 Minuten warst du einmal durch Barcelona. Jetzt dauert es dreimal so lange. Núria ist Chefin des Tourismusverbandes von Barcelona und nicht glücklich mit den Planungen. Wir wollen nicht zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit wählen müssen. Jetzt weisen wir Superblöcke aus, ohne die wirtschaftlichen Auswirkungen zu untersuchen. Obwohl wir das von Anfang an gefordert haben. Was werden diese städtebaulichen Veränderungen mit dem Stadtteil Eixample anstellen? Er ist ja ein Vorbild, das in der ganzen Welt studiert wurde, weil es alle Anwendungsfälle enthält. Aber die Stadtregierung ist überzeugt, dass sie genug öffentliche Unterstützung hat und macht weiter. Etwa 350.000 Autos durchqueren die Innenstadt von Barcelona, wo es Schulen gibt, wo viele Menschen leben. Das muss sich ändern. Mehr öffentliche Verkehrsmittel, weniger schmutzige Autos. Unvermeidbare Autofahrten müssen mit umweltfreundlichen Fahrzeugen durchgeführt werden. Und es muss Bereiche geben, in denen Autos nicht die Hauptrolle spielen. Das eben sind Barcelonas Superblöcke. Straßen, in denen Menschen die Protagonisten sind und Autos nur Gäste. Marco de Prömmelstreut sieht in Barcelona die gleichen Debatten wie in den Niederlanden in den 70ern und 80ern. Wir sehen bei all diesen Veränderungen, bei Veränderungen generell, dass Menschen Widerstand leisten. Wir müssen das ernst nehmen, denn sie leisten Widerstand, weil manche etwas verlieren werden. Aber andererseits, Kinder verlieren seit Jahrzehnten ihre Freiheit, aber sie haben keine Stimme. Die Menschen, die derzeit etwas verlieren, nun, ihr Verlust ist relativ gering. Wie wir an vielen Beispielen sehen, müssen wir weiter den Menschen Autoverkehr ermöglichen, die ihn wirklich brauchen. Aber all die anderen Dinge, zum Beispiel die Freiheit, mit dem Privatfahrzeug so schnell wie möglich durch die Stadt zu fahren, ja, das wirst du verlieren. Aber im Gegenzug gewinnen so viele andere und sogar du selbst so viel. Wir müssen all diesen Menschen wieder eine Stimme geben, der schweigenden Mehrheit, die schon seit Jahrzehnten verliert. Paris inspiriert uns so, weil es zeigt, dass man mit einem neuen Narrativ Menschen tatsächlich überzeugen kann. Aber nicht mit Autos gegen Fahrräder. Es sollte um die tieferen Werte der Menschen gehen. Die 15-Minuten-Stadt ist eine solche Geschichte. Sie erzählt von einem sinnvollen Leben, das keine schnelle Mobilität erfordert. Dadurch kann sich das Verhältnis der Bürger zur Straße, zur Stadt und zueinander radikal verändern. Wie kam es zur 15-Minuten-Stadt? Anne Hidalgo wurde 2014 Bürgermeisterin von Paris mit ihrem Versprechen, die Hauptstadt lebenswerter zu machen, nach Jahren mit tödlicher Sommerhitze. Warum waren gerade die Pariser durch steigende Temperaturen so bedroht? Für Roxane Meignès von der Klimaakademie der Hauptstadt liegt es am typischen Stadtdesign. Diese Hitzewellen wirken sich in städtischen Zentren wie Paris wegen des sogenannten Wärmeinsel-Effekts noch schlimmer aus. In Innenstädten sind die Temperaturen höher als auf dem Land. Das liegt an einer Vielzahl von Faktoren, die auf die Stadtplanung und die Entwicklung der Stadt zurückgehen. Besonders in Paris haben wir sehr enge Gassen und hohe Gebäude. Die Sonnenstrahlen reflektieren von diversen Oberflächen und erhöhen die bestehende Temperatur zusätzlich. Durch die Enge gibt es auch weniger Wind, der zur Kühlung gebraucht wird. Grünflächen und Gewässer sind in städtischen Gebieten und insbesondere in Paris knapp. Das trägt auch zum Wärmeeffekt bei. Die Wärmeemissionen, die direkt auf menschliche Aktivitäten zurückgehen, wie bei Fahrzeugen und der Industrie, die können natürlich durch verschiedene Maßnahmen der Stadtplanung angegangen werden. Nur wenige Menschen kennen die Straßen von Paris besser als Altis. Ein Radfahrer, der seine Fahrten live auf Twitch überträgt und seine Follower über Veränderungen auf dem Laufenden hält. Altis nahm uns mit auf eine Tour, um zu sehen, was in den letzten 8 Jahren in der französischen Hauptstadt passiert ist.
Dort sieht man viel Gelb auf der Straße. Das bedeutet so viel wie Experiment. Sie wissen noch nicht, ob sie es so lassen werden. Wenn es funktioniert, machen sie es so. Wenn es nicht funktioniert, machen sie was anderes. Hier sind wir in Rivoli. Dieser ganze Raum hier ist jetzt zum Radfahren da. Früher waren da überall nur Autos. Sie fügten erst diese kleine Spur dazu und danach vergrößerten sie es auf das hier. Sehr schön zum Radfahren jetzt. Hier sind wir also in La Bastille. Sie müssen sich vorstellen, dass dieser Platz früher nur für Autos bestimmt war. Autos fuhren überall und rund um den Platz. Niemand konnte hier wirklich gehen oder leben. Das haben sie abgeschafft und jetzt kann man auf diesem Platz das Leben genießen. Dieser Bereich neben der Seine war früher nur für Autos da. Jetzt ist der Autoverkehr komplett weg und nur noch Fußgänger und Radfahrer dürfen ihn nutzen. Das bringt viel Leben zurück. Die Idee der 15-Minuten-Stadt, also von Minizentren, in denen man alles innerhalb von 15 Minuten erreicht, entwickelte der Stadtplaner Carlos Moreno. Er will Paris damit ein solides ökologisches, ökonomisches und soziales Fundament für die Zukunft geben. Das 15-Minuten-Konzept ist ein neues Paradigma für ein anderes Leben in Städten. Wir wollten die CO2-Emissionen reduzieren und eine Lebensqualität schaffen, die Lust auf Aktivität in der näheren Umgebung macht. Wir wollten eine Stadt fördern, die auf verschiedenen Zentren und Wohnbereichen basiert, um die Bedeutung des privaten Autos zu reduzieren. Das ist ein neuer Weg, um den Menschen ins Zentrum der Stadt zu stellen. Ökologie, Nähe, Solidarität. Solidarität und Ermächtigung der Bürger. Das sind die vier Säulen. Die Rolle des Fahrrads in einer Stadt wie Paris ist sehr entscheidend. Private Autos sind unwichtig im Zentrum der Städte, in der Zone mit hoher Dichte. Tut mir leid für jeden Autofahrer, der glaubt, der öffentliche Raum ist nur für mein Auto da. Bei Fahrten von 20 bis 40 Kilometern, da spielt das Auto eine andere Rolle. Aber nicht für sehr kurze Wege. Es gibt weitere Veränderungen, darunter eine Verjüngungskur der Champs-Élysées. Wir sprachen mit dem Architekten, der dem Herzen der Hauptstadt neues Leben einhauchen soll. Paris ist eine alte europäische Stadt und wie die meisten Städte in den 70er Jahren wurde sie von Autos überwältigt. Der Fall der Champs-Élysées ist ein interessantes Beispiel dafür. Ein sehr symbolischer Ort, sehr berühmt. Das Unglaubliche dabei, die Pariser hassen diese Gegend. Warum? Früher, im letzten Jahrhundert, ging man dort mit seinen Kindern spazieren, genoss schöne Momente. Es war die eleganteste Allee in Paris, die Einheimischen liebten sie. Aber nun will seit 20 Jahren niemand mehr dorthin, außer Touristen. Das Auto ist eines der großen Probleme dabei, diesen Raum an Menschen und Fußgänger zurückzugeben. Er wurde wie eine Autobahn behandelt, mit vier Fahrspuren auf jeder Seite. Und dazu diese Pflasterung im Pariser Stil, die sehr laut ist. Auf der Champs-Élysées macht es heute nur brrr. Einer der lautesten Orte von Paris. Eine erste Maßnahme ist es, die Rolle des Autos zu verkleinern und diesen Raum für die Menschen zugänglich zu machen. Natürlich können wir Autos nicht völlig verbieten. Die Bürgermeisterin hat im Bereich der Seine Autos verbannt. Das hat zu vielen politischen Konflikten geführt. Wir müssen darauf achten, das Ganze wissenschaftlich anzugehen und nicht ideologisch. Das ist sehr wichtig. Sehr methodisch und wissenschaftlich vorzugehen und nicht für oder gegen Autos zu kämpfen. Der andere Aspekt ist, das Verständnis zu wecken für die Funktion der Natur im Ökosystem Stadt. Der Planet verändert sich. Wir werden in Paris viele warme Stellen haben. Auch diese Allee ist ein sehr heißer Ort. Wie kann man also natürliche Elemente nutzen, um die Stadt abzukühlen? Aber das ist erstmal nur eine einfache Antwort. Die Hauptfrage bleibt, wie können
wir morgen über die wissenschaftlichen Erkenntnisse verfügen, um unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und zwar in allen Städten. Denn dort werden 85% der Schäden auf 2% der Erde verursacht. Eine Stadt lässt sich allerdings nicht über Nacht verändern. Diese Vision, die wir vorschlagen, beginnt im Jahr 2025 und wird vielleicht 2035 abgeschlossen sein. Es mag so klingen, als ob Paris auf sehr lange Sicht plant, aber für eine Stadt, die ihr Alter in Jahrtausenden zählt, sind 15, 20 Jahre eine sehr kurze Zeitspanne. Vieles hängt davon ab, ob die Pariser bereit sind, diese Revolution auf ihren Straßen zu unterstützen. Barcelona hat schon früh einige schnelle Siege errungen, aber auch hier steht die härteste Arbeit noch bevor. 50 Jahre nach dem Beginn ihres Kampfes müssen niederländische Städte immer noch hart daran arbeiten, den Menschen wichtiger zu nehmen als das Auto. Was werden andere Städte aus ihren automobilen Liebesaffären machen? Solange der Individualverkehr unsere Straßen verstopft, wird zu Fuß gehen und Radfahren selten und unsicher bleiben. Dürfen die Menschen in den Megastädten des 21. Jahrhunderts also darauf hoffen, dass die Politiker Umweltverschmutzung und Klimawandel wirklich bekämpfen? Die beste Zeit, unsere Straßen zurückzuerobern, war gestern. Die zweitbeste ist heute. Viele Herausforderungen in Bezug auf globale Nachhaltigkeit und lokale Lebensqualität bleiben unbewältigt, wenn wir unsere Straßen und öffentlichen Räume nicht zurückgewinnen. Als Orte, die nicht nur für die Autos, sondern für das Gedeihen unserer Gesellschaft da sind. Und damit überlassen wir Jan die letzten Bilder zu den Gefahren des Greenwashings unserer Verkehrsprobleme. Wenn dir diese Reportage gefallen hat, besuch DWREF auf YouTube, um mehr Filme wie den hier zu sehen.